Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen hat, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen an unserem Sonntagsgottesdienst, der heute zugleich auch der Festtag der Aufnahme Mariens in den Himmel ist, der 15. August. Danke allen Familien, die mit den Kindern gekommen sind. Danke euch allen, die ihr Zeugnis gibt für die Kraftquelle unseres gemeinsamen Gottesdienstes. Wir haben zu danken heute. Diese schöne sommerliche Woche hat die Erntearbeit vorangetrieben. Das ist, wie wir bemerkt haben, nicht selbstverständlich. Das ist eine Gnade und ein Geschenk, wenn es dann möglich ist, dass wir zupacken, wie es nötig ist. Dass wir die Kraft dafür haben. Der Wohlgeruch, der jetzt aufsteigt von den Wiesen und Feldern, ist schon ein kleiner Hinweis auf diese alte Tradition, dass am heutigen Tag Kräuterweihe in vielen Pfarrgemeinden gefeiert wird. Diese duftenden, wohlriechenden und heilbringenden Kräuter, die schönen Blumen dieser Zeit, sie erinnern auch an Maria. Sie war die schöne Rose. Die Vollkommene, auf Gott ausgerichtete, und so ist sie auch jetzt am Ende ihres Lebens ganz in den Himmel aufgenommen. Ihr irdischer Leib hat die Verwesung nicht geschaut. Er ist direkt verklärt worden wie der Leib Jesu und zeigt uns an, dass wir einmal mit Leib und Seele im Himmel sein werden. Wir bekommen unseren Geistleib am Ende der Zeiten bei der Auferstehung am letzten Tag dann auch. So, staunen wir über dieses Geheimnis, denken jetzt dran, ich weiß ja nicht, was euch Pater Louis letzte Woche gesagt hat, aber wir wollten üben, dass unser Glaube stärker wird, dass Jesus von Gott gekommen ist. Nicht murren, sondern loben. Wenn wir an ihn gedacht haben und an diese Wirklichkeit, dann können wir jetzt mit gestärktem Glauben hier stehen. Wenn wir uns nur um uns selbst gedreht haben und nur im Irdischen stecken geblieben sind diese Tage, lasst uns um Verzeihung bitten. Herr Jesus, du bist von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Du bist gekommen zu heilen, was verwundet ist in unseren Seelen. Du bist gekommen, damit wir Leben haben und es für immer haben. Wir rufen dein Erbarmen an. Allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns Schuld und Sünde nach. Erführe uns zum göttlichen Leben. So lasst uns Gott lobpreisen. Yeah.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf dem Weg bleiben, der uns hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören heute die Verkündigung des endgültigen Sieges über allen Ungeist. Der Vater der Lüge kann uns Menschen nicht verschlingen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Der Apostel Paulus ermutigt uns, dass Auferstehung und ewiges Leben auf uns wartet. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, Christus ist von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.
Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er musste herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria. Die Engel freuten sich und preisen den Herrn. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor Freude. Selig ist die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja.
Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, liebe Kinder, die zwei Frohbotschaften der Lesungstexte habe ich schon erwähnt. Lenken wir unseren Blick auf das Evangelium in der Mitte. Es heißt heute, Maria machte sich auf und eilte in eine Stadt im Bergland. In der Nähe von Jerusalem ist das. Nun, am Mittwoch haben sich bei uns 27 Fußwallfahrer aufgemacht, hier in der Kirche, Schöner und Freunde. Und gestern Nachmittag sind sie in Mariazell angekommen. Einer ist schon wieder hier. Zwei, drei. Und das Besondere heuer war, wir haben unserem Altpfarrer Josef Zauner noch eine besondere Freude gemacht. Er hat ja letzte Woche seinen 85er gefeiert. Und da haben wir gesehen beim Feiern, dass er ganz schön fit ist, so im Augenblick und in der Gegenwart. Und gestern ein lieber Chauffeur und zwei liebe Begleiter haben ihn nachgebracht, haben den Spieß umgedreht. Vor 15 Jahren war es ja so, dass ihr mit einem ganzen Bus nach Mariazell gefahren seid zu seinem 70er und ihn dort überrascht habt. Und heute hat er die Fußballfahrer dort überrascht, heuer gestern. Und es war so wunderschön, ihn zu sehen in seiner Freude. Er war so glücklich. Erstens, seine Freunde zu sehen. 20 Jahre ist diese Tradition jetzt schon bei uns. Und vor allem auch, dass er in der Basilika bei der Gnadenmutter Heilige Messe zelebrieren konnte, wenn auch im Rollstuhl. Aber er stieg dann sogar heraus. Und Dank sagen für seine 85 Lebensjahre. Ihr wisst ja, die 10 Jahre, die er schon dazu geschenkt hat. Dank sagen auch für seine über 50 Priesterjahre. Es war wirklich ein schöner Moment. Nebenbei habe ich auch davon profitiert, ich durfte mein neues Motorrad dorthin bringen. Der liebe Gott hat mich abgedatet. Ich bin jetzt 20 km/h schneller, damit alles zur guten Zeit für sich gehen kann. Kein Problem, heute früh um 5:45 nach Bierbach zu fahren, aber von Bierbach hier herauf, das ist ein bisschen knapp. Zurück zum Evangelium. Wenn man so geht auf einem Pilgerweg diese Tage, oder ihr, wo es in Urlaub wo wart vielleicht und gegangen seid, es gibt so viele Matterl, Kreuzstöckerl, kleine Kapellen bei uns, große Kapellen, wo es mehr Platz hat drin, Pfarrkirchen, wunderschöne und eben auch diese Basilika, andere Dome in unserem Land, wie es gerade heißt, unser Land. Und warum stehen die alle dort? Das ist nicht von der Kirche von oben verordnet worden, dass wir da eine Kapelle bauen und da und dort. Das ist aus dem Glauben des Volkes. Da stehen Menschen, Familien, Generationen dahinter, die, und in den meisten dieser Matterl und Kapellen wird Maria, die Mutter Gottes, sehr zentral auch einen Platz gegeben und wird sie angerufen um ihre Hilfe. Bitte, dass Menschen sich diese Haltung angewohnt haben, abgeschaut haben von ihren Vorfahren. Ich bringe meine Nöte vor Maria und bitte sie um ihre Hilfe, um ihre Fürbitte. Ich bringe dann auch meinen Dank vor Maria, ich bringe meine Blumen vor Maria. Es ist so wunderschön, wie viele davon so herrlich geschmückt sind. Das heißt ja was, da ist ja Liebe dahinter. Da ist ja Beziehung dahinter. Das heißt übrigens auch was, wenn heutzutage auch manche Kapellen, Matterl, verstaubt sind. Weil letzte Woche in Linz, da gibt es die große Maria-Hilf-Kapelle rauf auf dem Freienberg. Knapp daneben ist eine große Kapelle völlig verwahrlost. Ganz traurig zum Anschauen. Übrigens, mir ist da so eingefallen, bei dieser Entstaubung, die wir auch brauchen in unserer Zeit jetzt im Glauben, bei den Kindern. Es ist so schön, wenn die von klein auf lernen. Da gibt es eine Oma, da gibt es eine Mama oder einen Papa. Die reden zu Maria und zum Gott. Und die bringen sogar Blumen und putzen sogar die Spinnweben weg und so. Und in der Kirche
nicht nur, dass man hergebracht wird, sondern dass man dann auch abschauen kann. Die singen alle fröhlich mit und die schauen auch lustig rein. Gestern in der Basilika durfte ich predigen, da waren alle ein bisschen maskiert. Aber ich habe gesagt, hoffentlich habt ihr dahinter ein Lächeln. Ich bin auch ein fröhlicher Priester, aber es ist so traurig, wenn wir Christen herinnen sitzen im Gottesdienst und nicht lächeln und uns nicht freuen über das, was diese Stunde vor sich geht und uns geschenkt ist. Also ein bisschen aufpolieren dieser Gnaden- und Glaubensorte, das tut uns gut und schön, wenn es wo der Fall ist. Wie hilft Maria? Das ist heute unser Thema. Wenn wir uns aufgemacht haben und zu ihr geeilt sind, nun, wie es bei der Gnadenstatue Maria Zell zu sehen ist, sie lenkt ihren Blick von sich weg und zeigt uns den menschgewordenen Sohn Gottes. Klein, ganz gewaltfrei ist er da, breitet seine Hände aus. Also Maria führt uns zu Jesus, dass wir hinschauen auf Jesus. Und was bringt uns Jesus? Alle Antworten, die wir brauchen. Er stellt das Urvertrauen zu Gott wieder her, dass jeder von uns in der Liebe Gottes existiert. Die erste Botschaft Jesu. Die zweite, er lernt uns mit Gott in Liebe eine Freundschaft zu beginnen, eine Beziehung zu leben. Das dritte, er lernt uns miteinander liebevoll umzugehen, helfend, verzeihend, aufmunternd, Reich Gottes, Kultur des Lebens bauen. Lernt alles Jesus. Auch mutig aufstehen gegen die Lügen und den Ungeist. Und schließlich lernt er uns, wenn wir durch das Alter, durch die Krankheit, durch ein Unglück, wir hatten diese Woche in Bierbach ein Begräbnis eines Menschen, der am Leben verzweifelt ist, aus dem Leben gehen müssen, zeigt uns Jesus, der gekreuzigte, auferstandene, dass es weitergeht, dass wir alle Zukunft haben, dass es gut wird, dass Gott stärker ist als das Leiden, auch das Unrecht. Das zeigt Jesus. Und das passt jetzt wieder zur Maria-Aufnahme in den Himmel. An ihr feiern wir das heute. Die Vollendung eines Menschen, der auf Gott ausgerichtet war, im ewigen Glück des Himmels. Und dass es die Berufung von jedem von uns ist, in dieses ewige Glück einzutreten. Was nehmen wir uns mit nach Hause, nachdem es das Sonntagsevangelium ist, ist es für die Woche heute. Ich würde vorschlagen, wir brechen auf und pflegen eine liebevolle Beziehung auch zu Maria als Mutter im Himmel. Wir haben ja schon auf Erden bei der eigenen Mutter viel gelernt, von der mütterlichen Seite der Liebe Gottes. Das Fürsorgliche, das Geduldige, das Verzeihende, das Aufmunternde, das Bergende. All das dürfen wir bei ihr finden. Wir machen uns auf, mit ihr so liebevoll zu leben, ihr alle Bitten zu bringen, die wir haben, was wir selber nicht lösen können. Und ihr dann aber auch unsere Blumen und unsere Freude und unseren Dank zu bringen, wenn wir die Hilfe Gottes erleben dürfen. Dann wird es leicht sein, dass wir als frohe Christen in dieser Welt Zeugnis geben und zu unseren Verwandten, unseren Freunden eilen mit dieser frohen Wirklichkeit Jesu Christi und Gottes. Amen. Lasst uns jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria,
die den guten Ausgang ihres Lebens in der Herzmitte Gottes erfahren konnte, bitten auch wir. Um den Geschmack des Himmlischen mitten in diesem Leben und damit um eine begreifbare Hoffnung, was Himmel einmal sein kann. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. Um Menschen, die uns als Freundinnen und Freunde begleiten und eine Ahnung schenken, wie der auferstandene Christus mit uns geht. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. Um Lebensfreude für alle Lebensermüdenden und um eine neue Melodie des Lebens für alle, die gleichgültig geworden sind. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. Um Weite und Tiefe für alle, die eng und ängstlich geworden oder gemacht worden sind und die sich nach einem Stück Himmel sehnen. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. Um Freude und Hoffnung aus dem Glauben, dass alle Verstorbenen wie Maria aufgenommen sind in das Reich der Himmel. Johann Fiebig, Franz Brandstätter, Cecilia Rockenschaub, Hildegard Krichbaumer, Franz Zehetner, die in dieser Woche Sterbetag haben. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. In einer kurzen Stille möge jeder seine eigene größte Bitte durch die Hände Mariens jetzt Gott hinbringen, was wir uns am meisten erbitten heute. Christus, Sohn der Jungfrau Maria, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, auferstandener Herr, schenkst dich uns als Brot des Lebens. Dir danken wir von Herzen, heute alle Tage bis in Ewigkeit. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unseren Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich allezeit suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, himmlischer Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel aufgenommen wurde von unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Lebens, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Du bist Herr,
Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden. Und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier mitfeiernden Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Wir wollen auch des Täuflings gedenken, den wir letzte Woche in unsere Familie aufgenommen haben, unsere Kirche. Herr, segne das Kind, die Familie, lass sie zum Segen werden füreinander, zum Segen für die Welt. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Beten heute für unsere Pfarre und im Gedenken Markus Staudacher, für alle Lebenden und Verstorbenen der Familie. Wir beten für alle verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, sehen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns die großen Bitten der Menschheit aussprechen. Unsere Bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn,
Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Blicken wir einander an als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht den Auferstandenen, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die himmlische Vollendung erlangen. In der Heiligen Kommunion werden wir schon jetzt in die Liebe Gottes hineingenommen. Leiblich oder geistig wollen wir es vollziehen. Der Leib Christi erschenke uns ewiges Leben.
Herr Jesus, wir glauben, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Wir lieben dich und unsere Seele sehnt sich nach dir. Wenn wir dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnten, komme geistigerweise zu uns. Bleibe bei uns, vereinige dich mit uns. Lass nicht zu, dass wir uns je von dir trennen. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das heilbringende Sakrament empfangen. Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wochenordnung, Montag und Dienstag, 8 Uhr Heilige Messe, Mittwoch, 18.30 Uhr Aussetzung und stille Anbetung, 19 Uhr Heilige Messe, Donnerstag und Freitag, 7.15 Uhr Heilige Messe, Freitag, Heiliger Bernhard von Clairvaux. Samstag, 19 Uhr Vorabendmesse, Heiliger Pius X. Nächsten Sonntag um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst, die Bergmesse. Um 11.30 Uhr Taufe von Hanna Schadmüller. Die Sammlung für die Projekte auf den Philippinen ergab 1.850 Euro. Vergelt's Gott im Namen von Pater Alois Ortner. Der Mittagstisch ist am Donnerstag wieder im Gasthaus Schmalzer. Herzliche Einladung zum Benefiz-Kabarettabend am Freitag in der Freiluft-Arena Brandeck zur Unterstützung des Vereins Immanuel für gemeindenahe psychosoziale Dienste am Nächsten. Garleitners neues Programm, einfach aus dem Leben, Ehegeschichten und andere Katastrophen. In den kommenden Wochen sind noch Messintentionen frei. Bitte im Pfarrbüro aufschreiben lassen.
Und am nächsten Sonntag findet der Pfarrgottesdienst um 9.15 Uhr als Bergmesse am Herrgottssitz zum 10-jährigen Jubiläum des Gipfelkreuzes statt. Die Einladung dazu befindet sich auf der Rückseite der Wochenordnung. Darf ich ein großes Danke sagen für euer aller Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Wunderschön. Bitte, wer nächste Woche nicht hinauf kann auf den Berg, dann am Samstag die Vorabendmesse in Anspruch nehmen. Danke für eure Spende, für den Alois Ortner, ihr habt ja gehört, also für wunderbare Ausbildungsprojekte für die Kinder und die junge Generation der anvertrauten Pfarren gemacht hat. Jetzt helfen wir ihm noch, dass er seine Kirche bauen kann. Dann, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, wenn er da fertig ist, geht er wieder zu einer neuen Insel und fängt noch einmal von vorne an. Und wenn er dann fertig ist, hat er gesagt, dann geht er zu den Leberkranken. Das ist wunderbar. Danke für euer Opfer. Und heute bitten wir um die August-Sammlung für die Hungernden in der Welt. Ihr wisst, von den, weiß nicht mehr, 8,7 Milliarden sind 800 Millionen Hungernde. Das ist viel und wir können so schön teilen und uns daran freuen. 15 Euro, ein Kind, ein Jahr lang, eine Schüssel Reis, jeden Tag. Eines dieser Projekte, wie wir da gut helfen können. Noch eine Unterstreichung des Kabarets auch. Bitte geht hin, es ist ein schöner Verein und so ein großartiges Werk, dieses für die, die einfach nicht so voll im Arbeitsprozess sein können und doch ihre Tätigkeiten dann finden, wo sie glücklich und mit Selbstvertrauen sind. Das wird hier unterstützt, das Ambiente ist herrlich, das Wetter wird schön, der Vorverkauf ist mehr als schleppend, fast noch keine. Das kann sich jetzt bitte nach dem Sonntag ändern. Gehen wir alle hin, die wir da sind, und danken wir dieser Initiative. Noch ein kleines Hingehen, es wären ja 30 Plätze frei gewesen gestern mit dem Bus, der die Fußwaffelache geholt hat, von Schönau und Bierbach, hat keiner Zeit gehabt. Also auch da merken wir, wir müssen einiges an Staub zur Seite geben. Und wenn es natürlich gestern nicht gegangen ist, heute ist auch ein schöner Wallfahrtstag. Manche fahren ja noch nach Maria Trost. Aber dieses Aufmachen jetzt wieder als Gesellschaft zusammenstehen, das wird schon sehr gefragt. Wir sind heute 110 Gläubige in der Kirche. Da fehlen ein paar. Aber es ist wunderbar, dass ihr da seid. Gestern habe ich mit den Dernberger bis Mitternacht in Mariazell diskutiert, weil es ihnen genauso geht. Und jeder Pfarrer in unserem Land, das Priesterseminar ist seit diesem Sommer leer. Es gibt keinen einzigen oberösterreichischen Priesterstudenten mehr. Also es braucht einen Aufbruch des Glaubens. Und wir sind die Träger. Das ist so schön. Brechen wir auf, bitten wir bei Maria, wie es geht. Und es wird schon gelingen. Jetzt wollen wir den Segen Gottes erbitten und in der Woche diese liebende Beziehung pflegen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der dreieinige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen wunderschönen, frohen Sonntag und Feiertag. Passt auf beim Saudruckrennen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Jünger.